Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Slobaka. Weiter geht's mit Leonidas, dem Giftvermittler, der nicht Leonidas heißt, sondern Leonidas, habe ich gelernt. Aber es klingt irgendwie komisch. Ich glaube, ich bleibe bei Leonidas. Aber die Kypseliden werde ich jetzt mal Kypseliden nennen. Mal gucken, ob das allen gefällt. So, vielen Dank für die Hinweise. Ich habe es selbst heraufbeschworen, zu Recht. Unsere Außenarmee ist quasi hier verschifft worden. Wir können also jetzt in der nächsten Runde beginnen, unsere Schiffe abzuziehen und in den Seekampf hier erstmal gegen Assyrien zu gehen, damit wir sie dann übersetzen können und die letzte assyrische Stadt Malidia einnehmen können. Wir sind mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Städten gar nicht so schlecht. Persien hat 9 Städte. Wir sind bloß weiter kulturell. Und Karthago hat im Übrigen sogar 10 Städte und 3 Weltwunder gebaut. Aber Karthago ist das Land mit den meisten Städten. Die sind bloß kulturell weit hinterm Berg. So, ansonsten haben wir diese Runde alles getan. Wir haben noch einen Punkt, aber den brauchen wir nicht mehr. Irgendwas hatte ich noch gesehen. Ach ja, genau. Wir hatten ja in dieser Runde den Graben fertig gebaut und ich hatte mich kurz gewundert, warum wir da trotzdem jetzt plus 2 Unzufriedenheit haben. Natürlich kommt das durch die ganzen Religionen, die wir jetzt hier haben. Das Christentum ist ja auch hierher gekommen und dadurch kriegen wir diese Verärgerung auch. Also es bleibt dabei, das Ziel soll sein, und ich habe immer gesagt, der Polytheismus, das ist zwar eine Sache, aber da könnten wir sogar auf den Monotheismus gehen. Das ist nämlich was anderes hier. Also unendlich viele Heiligtümer auf der einen Seite oder plus Befehle pro Jahr, was eigentlich ganz cool wäre. Das Wichtige ist dann die Toleranz. Die Toleranz bringt uns für jede Nichtstaatsreligion minus 2 Unruhe pro Jahr, was ziemlich cool ist. So, das wollen wir machen. Und erstmal geht's in die nächste Runde. Ich werde mir im Übrigen heute die Zeit nehmen, wirklich vorzuproduzieren. Also vielleicht kann ich nicht dauerhaft auf eure Kommentare mehr reagieren in den nächsten Runden. Hier sind einige Perser. Ansonsten haben wir gar nichts gesehen. Leonidas der Gerechte sind wir geworden. Interessant. Oh, unsere Ehefrau ist allerdings krank geworden, Gemahlin Deidamia. Die Hohe Kirchenversammlung, organisiert von Königin Deidamia, hat unser Ansehen mit den Geistlichen erhöht oder mit dem Geistlichen. Also plus 40 Meinung für das Judentum für 40 Jahre, das ist doch nicht schlecht. Und da ist sie gleich krank geworden. Und Homecoming. Ein Bediensteter kommt an und sagt, dass der Erbe auf dem Weg nach Hause ist. Herzog Kleitarchus war Jahre weg und hat Philosophie studiert, hat die Welt gesehen. Wir können jetzt entweder Ressourcen zur Seite legen und ihn ein bisschen unterstützen oder die Aufgabe Erlasse Philosophie anstreben. Jetzt muss ich einmal gucken bei der Philosophie. Das wird wahrscheinlich ein Gesetz sein. Die Philosophie ist hier, die benötigt die Baukunst, die machen wir gerade. Ich weiß gar nicht, was diese Aufgaben bringen, ehrlich gesagt. Es ist ja was anderes als die Ambition und wir haben bisher noch keine gemacht. Das würde allen Städten mit Gerichten plus 1 Forschung geben und der städtische Spezialist braucht weniger zur Ausbildung. Hier sind allerdings die Wunderkosten um 25% gesenkt, das gefällt mir irgendwie ganz gut. Ich glaube, da nehmen wir lieber den Maschinenbau als die Philosophie, auch wenn wir alle unsere Kinder immer zur Philosophie geschickt haben. Aber wie gesagt, in diesem Fall machen wir kein richtiges Rollenspiel-Let's Play, sondern wirklich eins, wo wir gewinnen wollen. Wobei, jetzt so langsam sieht es schon danach aus, als ob wir gewinnen könnten. Aber ich würde mal hier die Forschung nehmen. So, und die Imprison-Mission. Oh, Kleitarchus ist richtig sauer. Kanzler Attalus hat vorgeschlagen, dass wir ihn irgendwie einsperren sollten, um ihn aus dem Weg zu kriegen. Ernsthaft? Attalus? Du kommst von den Kypseliden. das wird die Meinung nicht verbessern. Aber es wird, Moment, is able to interfere in your affairs. Ja, es wird natürlich dafür sorgen, dass er sich nicht irgendwie hier in unsere Sachen einsperren, einmischen kann.
Aber sollten wir das wirklich tun? Also Kleitarchus hasst er uns, ja, 120 tatsächlich. Er wurde umgangen und enttäuscht. Haben wir dich wirklich so enttäuscht, ja? Wir sollten einen anderen Weg finden. Ich möchte meine Kinder nicht, ich möchte das nicht zur Gewohnheit machen, dass wir die Kinder einsperren. Wir werden mal ihn einmal mit uns beeinflussen, glaube ich. Oder bringt eine Konvertierung was? Wir können auch ein Attentat mittlerweile mit unserer Meisterspionin Berenice machen, aber ich würde ihn einfach mal, wir sind ja nicht krank, oder? Nein, komm, geh mal, wir haben eine 50% Chance, dass das gut funktioniert. Wir wollen mal mit ihm sprechen hier, dass das nicht ausartet. So, wir haben da oben einen völlig merkwürdigen Siedler, den wir wahrscheinlich nicht brauchen, und hier noch einen Baumeister. Da schauen wir zuerst drauf. Was haben wir? Eine Bibliothek. Das ist doch nicht schlecht. Hochburg, Mine. Ich wollte zwar nach wie vor immer wieder Steinblöcke bauen und wahrscheinlich ist das genau da auch ziemlich gut, ne? Ach, wir können gar keine Bibliothek bauen, weil wir nicht genug Steine haben. So viel zum Thema. Also Steinbruch 5,5 ist aber zu wenig. Kommst du hier unten hin, wo es auf 7 geht? Ja, kommst du. Du machst noch einen Steinbruch. So. Dann haben wir das erledigt. Wir haben noch eine Stadt, Halikarnassos. Die hat einen Meisterdichter fertiggestellt. Das ist doch sehr schön. Sie ist auch schon solider allzu lange. Braucht sie nicht mehr 11 Jahre, bis wir auch hier dann ein großes Weltwunder noch bauen können. Statthalter, ich gucke nochmal rauf. Warum eigentlich nicht? Also zumindest sowas, was keine Negativwerte macht. Hier plus 3 ist zu fett. Plus 2 will ich auch nicht haben. Wir sind hier bei 0. Da bleibt nicht viel. Wie viele Leute haben wir? 2. Es wäre König Leonidas natürlich möglich, aber der ist in Assur schon. Ah, sie ist, weil sie Meisterspionin ist, geht das leider nicht. Und sie ist schon in Pella. Meine Güte, die haben aber auch alle viel zu tun. Plus 1 ist eigentlich in Ordnung. Plus 12 Forschung. Wollen wir tatsächlich einen persischen Geistlichen als Oberhaupt von Halikarnassos einsetzen? Das ist ein bisschen die Frage. Aber ich glaube, wir sind auf Stufe 2, das ist nicht so schlimm. Und wenn wir plus 1 haben, na los. Marzia, der Geistliche, darf hier mal regieren. Ich hoffe, das wird keinen Ärger bringen. Und wir könnten uns darum kümmern, dass wir weitere christliche Jünger anheuern. Wir könnten allerdings auch, und das sollten wir überall machen, ein Archiv bauen. Ach, wir brauchen so viel Stein, Leute. So viel Stein. Wir können noch was kaufen. Wir können noch was kaufen, wenn wir es dringend brauchen. So, Wunder läuft. So, jetzt gucken wir hier oben. Ich würde jetzt mal die Ankerpositionen aufgeben. Und mit denen hier hochfahren. Soweit es denn geht. Ins Bermuda-Dreieck. Das haben wir irgendwann so benannt, ne? So, alle drei. Jetzt sind hier gar keine Assyrer mehr. Fahren wir mal vorsichtig hier ein Stück. Moment, du hast auch noch nichts, ne? Beförderung 300 brauchen wir nicht. Das müsste eigentlich erreichen, wenn wir uns hier hinstellen und hier ankern, ne? Da ist doch alles frei. So sieht's aus. Das heißt, wir können jetzt... Ah, das geht jetzt in der nächsten Runde. Ist das richtig? Scheinbar. Okay, dann ankern die da erstmal schön rum. Und ihr fahrt zur Unterstützung hier nochmal ran an die Küste. Ja, da könnten wir jetzt angegriffen werden, fällt mir gerade ein. Eins, das sind Baumeister, das sind Baumeister. Berittener Bogenschütze, Axtkämpfer, Reiter. Die haben wir noch nicht, aber wir haben ja Speerträger. Also 1, 2, 3, 4 Einheiten. Wir haben hier oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sollte reichen. Sollte reichen, aber du könntest eigentlich nochmal einen Schritt wegfahren. Das war jetzt ein bisschen doof. Du könntest allerdings auch angegriffen werden. Ich überlege gerade, vielleicht ist es auch gar nicht so doof, wenn jetzt einer in die Nähe kommt. Ja, komm. Fahr mal nochmal ein Stück weg. Ich gebe dir mal den Marschierenbefehl. Bringen wir dich in Sicherheit. Okay. Dann haben wir es ja schon fast. Dann bewege ich hier unten nochmal. Ich gehe davon aus, dass Assur friedlich bleibt. Da oben wäre ein Ort, wo du trainieren könntest. Und du bist ganz frisch. Nee, ganz frisch bist du nicht mehr. Aber
Du hast auf jeden Fall noch nicht trainiert. Wir schicken dich mal da hoch über mehrere Runden. Eins, jetzt haben wir noch 4 Punkte. Baumeister, Baumeister, du kannst noch mal weg hier. Du kannst dich mal in die Nähe dahin stellen und dann schauen, dass ihr euch austauscht, sobald du hier durch bist. Ansonsten, ja, ihr bildet euch da aus. Hier unten können wir auch noch Leute ausbilden, aber jetzt ist erstmal gut, glaube ich. Wir haben hier sehr, sehr viele Baumeister überall am Start. Aber gut, es müssen auch wieder welche nach oben. Vielleicht brauchen wir noch mal einen Baumeister. Hier oben sind eigentlich zwei Orte, die jetzt gerade keine Baumeister haben. Das macht eigentlich keinen Sinn. Und ihr könnt euch mal in die Stadt stellen. Das war nicht die Stadt, das war das Apadana. Ist auch schön, aber stellt euch ruhig darüber. Wir gehen mal ins nächste Jahr. Und schauen mal da oben, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Ich habe das ja ausgeschaltet, dass er überall die ganze Zeit hinspringt. Ob er uns jetzt alles zeigt. Also was wäre denn noch zum Beispiel? Ah, da ist jetzt doch mal ein assyrisches Schiff. Entdecke Baukunst ist verscheitert. Das Vermächtnis ist gescheitert. Aber gut, wir haben noch das Wunder. Dann sind wir bei 7 Ambitionen. Auch da können wir nochmal weiter gucken. Okay, Prinzessin Phyrus of Karthago ist jetzt Oberhaupt des Zoroatrismus. Königin Naki, die Blutige von Assyrien, ist tot. Der neue Herrscher wird kein leichtes Spiel haben. Bazaia, der Neue, ist vielleicht ein bisschen die Geschichte etwas verbessert, aber eigentlich nicht wirklich. Minus 135 trotzdem noch. Assyrien hat einen Krieg mit den Dänen angefangen oder andersrum. Ich hoffe andersrum, sonst werdet ihr sehr doof. Herzog Craterus ist weiser geworden. Gorgo von Pella ist zum Judentum konvertiert und Sergeant, oder was ist das? Mazia, der Geistliche auf jeden Fall, unser Mann hier, ist zum persischen Heidentum konvertiert. Das muss ja jetzt nicht sein, mein Lieber. Aber gut. Das Odion von Dionysos in Halikarnassos zeigt die Poetik von Sophokles. Und da wurde das Stück Ödipus gespielt. Sollen wir eine eigene Adaption in Assur auch an den Start bringen? Ja, warum nicht, oder? Lasst uns keine. Das ist natürlich nicht schlecht. Da kriegen wir Weisheit dazu und sagen, lasst uns doch lieber keine Stücke spielen, wo die Söhne ihre Väter umbringen. Oder, ja, wir können ja das mal zeigen. Homers Variante in der Odyssee zeigen. Minus 1 Unzufriedenheit in Assur oder Weisheit für König Leonidas. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Oh, 7 Sachen. Okay, ich muss mich beeilen. Wollen wir lieber noch ein bisschen Weisheit haben als Unzufriedenheit? Die Unzufriedenheit kriegen wir mit der Zeit, oder? Nee, komm, Nee, komm, Weisheit. Ich finde es sehr richtig, dass wir das nicht zeigen allen. Auch wenn in Assur wahrscheinlich die Unzufriedenheit. Naja, plus 6. Wir sind noch auf Stufe 1. Machen wir uns mal nicht so ins Hemd. Student Emporum. Xantippe, auf ihrem Training ist sie einigen Leuten in der Nähe von Halikarnassos, irgendwelchen Studenten, gefolgt. Shows considerable promise. Okay, Xantippe führt das Ganze an und zeigt irgendwie, ja, scheint sie gut zu machen. Die Emporium, okay, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Irgendwas hat sie an den Start gebracht, was die Leute jetzt behalten wollen. Für den Handel. Ein Markt. Ah, sie hat irgend so ein, ja, so ein Ort ist das, glaube ich, einfach, den sie geschaffen hat. Wir können da einen Markt anstellen, dann bekommen wir einen Krämer, einen Handelsposten, dann kriegen wir eine Karawane oder eine Staatskasse, die wir dann umsonst bekommen, weil König Leonidas sparsam ist. Nee, er hat Geschäftemacher, deswegen, ne? Komm, wir wollen mal eine Karawane haben. Die hatten wir nämlich noch nie und das würde ich gerne mal ausprobieren, wie das funktioniert. Dann haben wir eine Stadt am Abgrund. Pella, Herzog Kleitarchus möchte eine Rebellion besprechen in Pella. Die haben schlechte Laune langsam.
oh, sie verbrennen hier Sachen, Bilder mit unserem Angesicht drauf. Es müssen drastische Maßnahmen vollzogen werden, sagt Herzog Kleitarchus. Eine stadtweite Feier oder die Steuern senken. Okay, eine Militärparade für 300, das können wir machen. Die Steuern senken für 610, das können wir auch locker machen. Oder wir sagen, Kleitarchus, sorg du dich mal darum. Dann wird er Statthalter und wir treten ab sozusagen. Nee, komm, 610, komm hier. Steuern runter in der Hauptstadt für eine Weile. Das ist doch kein Problem. Autonomie in Pella. Sie würden gerne Autonomie beantragen sozusagen und sich selbst unabhängig von Griechenland kontrollieren. Eine sehr prominente Figur, Zenobia, möchte diese Stadt als Statthalter regieren. Können Sie machen, solange Sie die Steuern zahlen? Autonome Herrschaft, Moment, da müssen wir mal gucken, was heißt denn das dann? Kann keine Produktion auswählen, kann Produktion nicht beschleunigen oder niemals plus eins Unzufriedenheit. Also nee, also das sehe ich nicht ein. Auch wenn jetzt hier scheinbar in Pella ein bisschen Ärger kommt. Wir bauen hier gerade ein Weltwunder. Leute, was wollt ihr noch von uns? Wir kriegen eine neue Ambition. Das ist gut. Töte 10 gegnerische Einheiten als Feldherr. Kontrolliere 10 Städte. Entdecke Forschung und Wölbung. Forschung und Wölbung. Also 10 Städte. Wir sind bei, was hatte ich jetzt gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 4 Städte noch ist ganz schön viel. Forschung und Wölbung. Wölbung ist hier. Forschung ist... Haben wir schon. Ja, das ist doch machbar. Machen wir das. Machen wir das. Ich gucke noch einmal auf die Familien. Da. Ja, die Argeaden, ich weiß schon, aber 10 gegnerische Einheiten als Feldherr, da müssten wir aufs Feld gehen. Und wir haben gerade, da müssen wir gegen die Dänen kämpfen und so. Nee, komm, wir machen Forschung und Wölbung. Wunderbar, neue Ambition. Wenn wir das schaffen, wären wir bei 8, was ja nicht so schlecht ist. So, dann haben wir nochmal wieder Ambition, aber das ist, glaube ich, Attalus, der befördert werden kann. Der darf gerne, was kannst du denn bisher? +2, +2. Dann nimm doch noch ein bisschen Disziplin als Kanzler. Ist vielleicht die Disziplin nicht so schlecht. So, und auch Deidamia, die Kranke, unsere Gesandte, die könnte doch noch mal ein bisschen Weisheit dazu bekommen. So, dann gehen wir als erstes hier oben hin, bevor wir das nicht schaffen, hier rüber zu kommen. Wir kommen aber schon nah ran an den Spaß. Geht das mit allen? Ja, und es sind 2 Punkte nur. Wollen wir als erstes diese... Ja, also zerstört kriegen wir sie hier nicht. Obwohl, vielleicht... 23, 24, du kommst wahrscheinlich überall hin. Nee, auch 24 da oben hin. Bist aber schwächer. Von da ist... Nee, ist das Gleiche. Wir machen mal den ersten... ja, da ist noch einer. Erster Seekampf gegen diese gut ausgerüstete Bireme. Dann kommt ihr dazu. So, und jetzt müssen wir entweder das hier abbrechen, was ja ein bisschen doof wäre. Wir wollen lieber dahin. Es kostet uns dann allerdings, sind wir runter auf 15. Oder halt, wir können auch was anderes machen, glaube ich. Wir können ja auch, ja, das tut denen allerdings nicht so richtig weh hier. Wenn wir darüber gehen, wenn wir denen einen draufhauen. Wir würden auch hier die Baumeister umhauen können und der Axtkämpfer ist ziemlich gut da geschützt. Verzeihung. Ich glaube, ich mache das nochmal hier mit denen. 17. Einmal marschieren, einmal ran, einmal umbringen. Gut. So, jetzt ist die Frage. Bringen wir uns jetzt... Das ist nur ein Punkt. Wir bringen uns hier irgendwo in Stellung. Wir müssen dann davon ausgehen, dass natürlich Reiter kommen. Und sie haben berittene Bogenschützen. Und irgendwo war hier noch ein normaler Bogenschütze eigentlich.
Also, ich bewege euch hier ran. Ich greife nicht an. Bogenschützen. Naja. Nicht gut. Nur ein halber Punkt, aber ich mache das jetzt mal. So, weitere Bogenschützen vorneweg, glaube ich. Ah, es ist nicht viel. 1, 2, 3, 4 kriegen wir den Onaga hier hinten ran, umringt von allem anderen. Das ist, glaube ich, sehr gut. Da kannst du dich direkt abprotzen. Haben wir noch 7 Punkte. Wir brauchen auf jeden Fall, hier haben wir den Hopliten. Ist der, wir brauchen was gegen die Reiterei. Das können wir hier oben hinstellen, dann greift es wahrscheinlich die Berema an. 4, 4 ist das gleiche. Kommst du hier hin, der gute Axtkämpfer. Wahnsinn, dass die da so gut, aber dann probieren wir sie rauszulocken einfach. Ich gehe jetzt erstmal mit allen hier rüber. Manche langsam, manche schneller. So, wie sieht es denn bei den Elefanten aus? Auch nicht gut. Kommt ihr noch darüber? Ja, dann sind wir durch. Würde auch da oben hinpassen, aber da ist die. Die hauen wir beim nächsten Mal. Ich stelle euch hier unten hin. Gut, dann haben wir diese Armee da erstmal rüber geschafft und bringen mit den Booten beim nächsten Mal das Ding um, hoffentlich mit den dreien hier. Dann schauen wir mal, wie sie da reagieren. Wir haben noch eine Stadt, nämlich Pella. Die hat das Archiv fertiggestellt und hat plus 1. Das ist doch nicht so schlimm. Wir können das Gericht auch noch bauen. 7 Jahre allerdings ganz schön lang. Wir können allerdings auch sagen, noch mehr Archive. Oder aber haben wir noch die Möglichkeit, weitere... Wir haben 3 Leute schon wieder. Dichter brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt. Wir sehen ganz gut aus da oben. Das Einzige, was ich noch bräuchte, wären Steinmetze. Plus 8, plus 4 pro Jahr. So, dann machen wir ein Steinmetz und danach machen wir das zweite Archiv. Und dann schauen wir mal, ob wir das Gericht dann machen. Okay, sehr gut. Und irgendwo hätten wir eigentlich, ja, das war der Siedler und hier steht jetzt ein... Ah, die Karawane. Das geht jetzt bestimmt nicht. Der Gewinn nach Karthago, meine Herren. 1800 Gold. Nach Ägypten sogar 2000, nach Persien 1400 und nach Babylon 2100. Ich denke, das dauert eine Weile, bis die dann da sind. Müssen wir aber eh beim nächsten Mal jetzt machen, weil wir haben nichts mehr. Gut, nächstes Jahr. Und wir schauen da oben vor allen Dingen. Was ist denn hier eigentlich? Baktra? Nee, das ist persisch. Okay, ich dachte gerade, es wäre karthagisch geworden. Schauen wir mal, wie Assyrien sich verhält und ob sie hier gegen uns arbeiten möchten. Und die Perser vielleicht auch. Die kämpfen da oben gegen die Dänen. Da können wir auch überlegen, ob wir das verhindern wollen. Oh, das könnte den Axtkämpfer... Das ist ein unausgebildeter Axtkämpfer. Aber dafür stehen jetzt die... Oh, nee, die dürfen nochmal gegen die Onaga. Ja, das war nicht so schlecht von ihnen. Die Baumeisterinnen weg. Das ist gut, sonst verwechsel ich euch mit Axtkämpfern. Da oben sind irgendwelche Säbelträger oder was? Der Patriarch Lysander, der Diplomat, ist gestorben. Der ist von den Kypseliden. Matriarchin Gorno von Pella ist Oberhaupt des Judentums. Polyperchon, der Feldherr, ist gestorben. Das könnte jetzt der tatsächlich gewesen sein, der schon auf dem Feld ist. Deidamia ist jetzt schwer krank. Die wird nicht mehr lange machen. Das heißt, wir müssen uns umsehen. Sie hat bisher viel Charisma, also viel Verwaltungspunkte kreiert. Herzog Kleitarchus ist jetzt Geschäftemacher geworden. Und wir haben Herzog Kleitarchus auch erfolgreich beeinflusst. Das sollte die Meinung um 40 erhöhen. Wir haben eine Legitimität hier verloren. So, wir können einen Verwaltungsschub machen, einen umsonstigen, den brauchen wir nicht. Den Keulenkämpfer, der interessiert mich durchaus, aber ich glaube, den brauchen wir auch nicht, denn wir wollen Richtung Mönchswesen gehen. Die Rechtsprechung für die Gilden, die Eliten und den Aufstand.
Aufstand, Erhebung, Aufstand, Unzufriedenheit. Was ist das? Kann das der Spion machen vielleicht? Einen Aufstand anzetteln irgendwo anders? Klingt nicht schlecht. Gilden pro Kleinstadt minus 1 Unruhe. Oh, wir müssen weitere so Dinger bauen. Und weniger Rebellenchance. Und die Eliten würden... Da ist ein Fehler. Und alle Städte, die sagenumwoben sind, bringen 2 Befehle. Sehr hohes Trainingskosten. Wir machen das Münzwesen. Wir wollen dahin. Das ist eine relativ klare Entscheidung. Wir haben also einen nicht ausgebildeten Axtkämpfer verloren in der letzten Runde. Ich schau mal, weil ich gerade das Schiff gar nicht sehe. Die haben sich leider nicht rauslocken lassen hier. Und vom Schiff aus sind wir jetzt auch nicht so stark, dass wir da viel Punkte ranholen würden. Aber das sollte doch relativ gut funktionieren. Ich denke, das ist eine sichere Sache. Dass der Onagar jetzt so kaputt ist, ist natürlich richtig doof. Da ist ein bisschen die Frage, wie wir den jetzt beschützt kriegen. Der Hoplit sollte auch ordentlich Schaden machen. 1, 2, 3, 4, dann haben wir da noch 5 übrig. Das reicht nicht ganz. Vielleicht können wir mit dem Elefanten den Spaß beenden. Der macht auch 4. Der macht hier allerdings auch ganz gut. Hier ist noch ein Feldherr mit dabei. Wenn wir den Onaga, wir müssten den... Ah ne, wir können ihn gar nicht heilen, natürlich. Der soll natürlich eigentlich Malidia weghauen. Aber vielleicht lassen wir ihn auch auf diese Truppe hier feuern. Also ich glaube, dass das eine relativ sichere Sache ist. Dann gehen wir mit dem Axtkämpfer, vielleicht begeben wir uns hier einfach in die Gefahr rein. Wir stehen halt auf offenem Feld, das ist ein bisschen das Problem. Und dann ist die Frage, ob wir diese Viecher... Ja doch, wir kommen da nah ran. Wir sollten das ganz gut schaffen hier. 4,5, 4,5. Die Reiter sind die stärksten, würde ich sagen. Also los mit den Speerkämpfern. Erstmal gegen sie. Dann entweder mit den Bogenschützen und noch was anderem. Das ist 2. Oder wir gehen halt mit denen da noch ran. Haben wir hier noch mehr Speerkämpfer? Nein. Ja, wir müssen wahrscheinlich das einmal... Könnten sie hierhin bringen und dann trotzdem nach hinten kämpfen, weil sie dann gegen die relativ gut geschützt sind, kriegen aber vielleicht auch was von denen ab. Der Hoplit 5, 7, 6, 3 Verteidigung ist aber nicht so schlecht, könnte sich eigentlich gegen den Axtkämpfer behaupten, hoffe ich mal. Also einmal rückwärts gewandt da drauf. Wenn wir jetzt den Elefanten... Ah ne, der geht dann da rein, da kann er nicht nochmal angreifen. Dann warte ich nochmal kurz mit dem Elefanten. Wir können ja die auch mit den Bogenschützen umbringen. Jawohl. Dann ist die Frage, ob wir mit dem Elefanten hier vielleicht irgendwann was tun können. Aber es wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. 2, 2. Na los. Dann bringt ihr die um. Jawohl. Der Onaga feuert auf. Wir probieren jetzt die Pferde hier wegzukriegen. Hier muss auf jeden Fall was dazwischen. Entweder kommst du jetzt da dazwischen. Axtkämpfer gegen Axtkämpfer. 2 Punkte. Ansonsten hätten wir einen Elefanten. Wer hat die höhere Verteidigung? Du bist bei 5,2. Das ist nicht so gut. Du bist bei 6,6. Dann kommst du hier in die Mitte. Schauen wir mal, ob das jetzt hier doppelt gesehen ausreicht. Einmal Axtkämpfer drauf. Das reicht nicht aus. Kriegen wir noch was hin? Was anderes? Vielleicht mit einem Bogenschuss? Ja, da sind die ja fast hinüber. Die da oben nicht. Und dann bringen wir die Kamelreiter hier rüber. Dann mit dem Elefanten obendrauf. Das ist vernichtend. Du ziehst rein und kannst da nochmal angreifen, auch wenn es ganz schön wehtut. 8 Grundwert plus 15 Verteidigung in der Stadt irgendwie. Na gut. Dann bringen wir den anderen Elefanten da auch noch ran. Das wird wieder wehtun, aber was getan werden muss, muss getan werden. Und wir probieren das mit dem... Ah, jetzt haben wir den Onaga nicht beschützt, ne? Ich bin ja doof. Kann ich dich da hinschicken für...
Nee, ich habe euch alle bewegt. Sehr klug. Sehr klug. Aber eigentlich müsste das hier Zone of Control sein. Aber gut, der braucht dann zwei. Zwei, zwei. Das kommt ja trotzdem hin. Kann ich noch irgendwas bewegen hier? Nee. Ach. Ja. Da erzählt man so Sachen und dann macht man Unsinn. Wir können hier noch ein bisschen für Ärger auf der anderen Seite sorgen. Oder vielleicht finden wir sogar das Schiff. Ich fahre mal da rum. Nee, finden wir nicht. Jeder kriegt einen halben Schaden. Oder hier zwei Schaden. Haben wir noch zwei Schiffe? Ja. Da nur ein Schaden. Halber Schaden bleibt. Dann fährst du darüber. So. Du machst hier auch einen halben und da anderthalb. Und du machst hier auch einen halben und da nur einen. Dann kommst du hier rüber und schießt nochmal auf die. Und du fährst hier rüber und ärgerst die Bogenschützen. So, jetzt habe ich aber viel gemacht und alle Aktionen aufgebraucht. Das war ein bisschen doof, weil wir haben vier Geschichten. Hoffentlich klappt das. Verlangen nach Krieg. Karthago möchte gerne, dass wir gegen Ägypten kämpfen. Willst du mich veräppeln? Ich bin mit Ägypten verbündet und wir hassen uns. Also da würde ich gerne noch was viel Böseres sagen als das. Vergiss es. Philosophie oder Maschinenbau ist eine Frage. Ah, das haben wir jetzt schon, aber das geht jetzt gerade nicht, weil das kostet bestimmt... Nee, doch nicht. Kostet es nicht. Dann würde ich sagen, okay, lass uns einmal kurz überlegen. Philosophie, alles steht in minus 20% für städtische Spezialisten. Ist natürlich ganz schön viel und plus 1 pro Gericht. Da haben wir noch nicht so viele. Aber nee, ich will Wunder bauen. Deswegen würde ich sagen, Verstand. Das können wir uns locker leisten. Sollten wir uns auch leisten, denn wir haben schon wieder Verwaltung bis zum Get-No ausgereizt. Eine religiöse Unterbrechung, oder was? Kanzler Attalus meint, dass Gemahlin Daidamia, ja, dass es nicht cool ist, dass sie dem assyrischen Heidentum verfallen ist. Das sehe ich auch so. Deswegen ist sie krank geworden, würde ich sagen. Er möchte gerne irgendwie auf unserem, mit, in unserem Namen da eingeschreiten. Ja, I'm too busy for that at the moment, können wir noch sagen. Fürsprache Religion von Kanzler Attalus. Das soll er mal machen. Ich meine, die ist eh sehr krank. Sie soll eben kurz vor ihrem Tod, soll sie bitte zu dem Glauben übertreten, den wir auch haben, weil wir natürlich davon ausgehen, dass nur das sie nach ihrem Tod retten und in die heiligen Hallen bringen wird. So, und noch eine Beförderung für Metrodora, die Soldatin, Statthalterin von Pella derzeit. Sie kann umgänglich werden, bringt uns plus 1 pro Kulturstufe Wachstum dazu und dann nochmal ein bisschen mehr. Geschäftemacher schaltet die Karawane frei oder plus 1 Weisheit dazu. Bringt in Pella plus 1,6 kommen. Werde umgänglich. Wachstum ist gut. So, und damit, liebe Leute, würde ich diese Folge beenden und direkt die nächste aufnehmen, damit es ja nicht zu Pausen kommt. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf unserer Siegesstrecke, würde ich sagen. Bis dahin, macht's gut.